Wer vor einem Zweitligaspiel auf oder gegen die DJK Rimpa Wölfe wetten möchte, der fragt am besten Josef Schömich um seine Einschätzung. Er liegt in bestimmt 90% aller Fälle richtig. 13 Jahre Erfahrung als Co-Trainer der Rimparer haben sein Gefühl geschult und geschärft. Damit hat sich Schömich als EM-Orakel empfohlen. Für Wölfe TV sagt Sef der Wolf exklusiv voraus, wie sich die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen schlagen wird. Es geht weiter mit der deutschen Nationalmannschaft in Polen. Die Hauptrunde ist erreicht und gegen Ungarn gehen sie favorisiert ins Rennen. Ein Umstand, der ihnen nicht gut tut. Man hat das ganze Spiel über das Gefühl, als könnte jeden Moment der Umschwung gelingen, aber am Ende wird es knapp nicht reichen und Ungarn gewinnt. Gegen Russland im zweiten Hauptrundenspiel kommt die deutsche Nationalmannschaft komplett verändert aufs Spielfeld. Sie zeigen ihr bestes Spiel der Europameisterschaft, liegen schon zur Halbzeit vorne und feiern am Ende einen sicheren 3-Tore-Sieg. Im letzten Spiel der Hauptrunde geht es gegen einen der Turnierfavoriten Dänemark. Es wird ein Spiel auf Biegen und Brechen. Beide Teams schenken sich nichts, denn der Sieger zieht ins Halbfinale ein. Nach einer herausragenden Torhüterleistung besiegt die deutsche Nationalmannschaft die Dänen hauchdünn und seit langem ist der nicht erwartete Halbfinaleinzug Realität.